Ja, danke Britta für die netten Worte. Alt bewährt, also alt stimmt auf jeden Fall, bewährt. Ja, bewährt hoffe ich auch. Ja, wir haben es gerade schon gehört, wir sollten auf die Wissenschaft hören, die Politik sollte auf die Wissenschaft hören und die Kernkraftwerke am Laufen lassen. Die Politik muss aber noch viel mehr tun, und zwar mal ihre Hausaufgaben machen. Vor einiger Zeit hat mich Angela Merkel verblüfft, als sie auf einer Tagung sagte, ja, wir sollten uns mal Gedanken machen über den Strombedarf bis 2030. Wie viel Strom brauchen wir da eigentlich pro Jahr? Ja, und ich dachte, Moment, das kann doch nicht sein. Die Frau veranstaltet die Energiewende in Deutschland und sie weiß nicht, wie hoch der Strombedarf, der jährliche Strombedarf bis 2030 ist. Ab 2030, das hätte ich ja noch verstanden. Gut, das ist nur noch 9 Jahre hin. Das muss man vielleicht nicht so ganz genau wissen. Aber bei der näheren Zukunft, da braucht man doch eine solide, fundierte Planung. Da braucht man gegebenenfalls auch Kraftwerke, die den Strombedarf decken können. Und wenn man die nicht hat, dann sind 9 Jahre eine sehr kurze Zeit für fast alle Arten von Kraftwerken. Also die Planung, die Energiewendeplanung, scheint da doch nicht auf so ganz soliden Füßen zu stehen. Olaf Scholz, seines Zeichens SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister, wusste es besser. Er hat gesagt, ich muss noch vorausschicken, das Wirtschaftsministerium unter Peter Altmaier hatte in der Vergangenheit immer gesagt, der Strombedarf, der wird so ungefähr gleich bleiben, mehr oder weniger. Gut 500 Terawattstunden im Jahr ist vielleicht eine Zahl, die man jetzt mal kurz im Hinterkopf behalten sollte. Ich weiß, das ist ziemlich abstrakt, aber Deutschland braucht gut 500 Terawattstunden pro Jahr an Strom. So, Olaf Scholz ist nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß nämlich, anders als das Wirtschaftsministerium, Moment, wir setzen doch auf E-Mobilität. Da brauchen wir doch zusätzlichen Strom. Wir wollen, dass die Leute Wärmepumpen in ihre Häuser einbauen und die Heizung damit betreiben. Wärmepumpen haben doch auch einen ganz ordentlichen Strombedarf. Da kommt ja noch mehr an Bedarf auf uns zu. Und drittens, industrielle Prozesse. Wenn wir industrielle Prozesse elektrifizieren und damit, wenn der Strom, der für die Elektrifizierung nötig ist, wenn dieser Strom aus CO2-freien Quellen kommt, dann brauchen wir doch auch mehr davon, viel mehr als jetzt. Und Olaf Scholz meint, ja, dann brauchen wir nicht gut 500 Terawattstunden im Jahr, sondern 600. Okay, damit ist er auf dem richtigen Weg, aber er ist noch nicht ganz da, noch nicht ansatzweise da, wo wir eigentlich ankommen müssten. Denn die chemische Industrie, der Verband der chemischen Industrie, hat sich ebenfalls mal hingesetzt und gerechnet. Wie wäre es denn, wenn wir unsere energieintensiven Prozesse auf Elektrifizierung, auf Strom umstellen würden? Die chemische Industrie ist eine der energieintensivsten Industrien überhaupt. Und der Verband der chemischen Industrie sagt, wenn wir unsere Prozesse auf Strom umstellen, dann brauchen wir, allein wir als chemische Industrie, 628 Terawattstunden pro Jahr. Also die chemische Industrie braucht mehr Strom, weit mehr Strom, als das, was Deutschland heute insgesamt verbraucht. Also ein ungeheurer Mehrbedarf. Und wie gesagt, das ist nur die chemische Industrie, andere Industrien kommen noch hinzu, der normale Stromverbrauch kommt hinzu. Wir haben einen gigantischen Strommehrbedarf als das, was heute da ist. Und natürlich muss dieser Strom CO2-frei erzeugt werden. Das ist die Forderung, die die Wissenschaft stellt, das ist die Forderung, die der Klimawandel an uns stellt. Wir müssen aufhören damit, diese gewaltigen Mengen an CO2 in die Atmosphäre zu emittieren. Wir brauchen CO2-freie Energiequellen. Deutschland setzt dazu auf Sonne und Wind. Aber wenn die Sonne nicht scheint, dann fließt kein Solarstrom.
Wenn der Wind nicht weht, dann fließt kein Windstrom. Und viele von uns denken, oh, macht ja nichts, wir haben Speicher, die uns dann über die Zeit hinwegbringen, wo wir keinen Strom aus den erneuerbaren Energien haben. Ja, aber Pustekuchen. Die Speicher, die wir haben, die fallen nicht groß ins Gewicht. Die größten Speicher, die Deutschland hat, das sind die Pumpspeicherwerke. Und wenn die Pumpspeicherwerke voll sind, dann könnten sie rein rechnerisch Deutschland versorgen. Eine gute halbe Stunde lang. Dann sind die Speicher leer und der Strom ist aus. Dann fließt nichts mehr. Und die Pumpspeicherwerke sind, wie gesagt, die mit Abstand größte Speicherressource, die wir haben. Alles andere fällt demgegenüber nicht ins Gewicht. Das heißt, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann haben wir keine andere Chance, als auf traditionelle Energiequellen zurückzugreifen. Das ist zurzeit auch noch die Kernenergie mit gut 8 Gigawatt. Das sind aber vor allem die Kohlekraftwerke, die die Bundesregierung länger am Laufen halten will, länger als die CO2-freien Kernkraftwerke. Das sind Gaskraftwerke, die wir brauchen, um unsere Energieversorgung zu sichern, wenn wir denn wirklich aus der Kernenergie aussteigen, so wie es geplant ist, so wie es im Gesetz festgeschrieben ist. Aber der Bau dieser Gaskraftwerke stockt und damit gerät unsere Versorgungssicherheit in Gefahr. Dann ist der Strom in der Steckdose nicht mehr selbstverständlich. Und dass die Versorgungssicherheit gefährdet ist, dass der Strom knapper wird, das merken wir jetzt schon, oder das merken zumindest diejenigen, die die Börsenstrompreise verfolgen. Denn an der Strombörse sind die Strompreise in den letzten Wochen massiv angestiegen. Ein Beispiel dazu: In der Vergangenheit haben Atomkraftgegner dem britischen Kernkraftwerk Hinkley Point C vorgeworfen, das teuerste Kernkraftwerk der Geschichte zu sein, was auch fast stimmt. Und der Strom, der in dieses Kernkraftwerk liefern würde, wenn es in Betrieb geht, der sei so teuer, der sei doppelt so hoch wie der Marktpreis. Nun, gestern, vorgestern und in den vergangenen Wochen häufiger, lag der Marktpreis über dem, was für Hinkley Point C gezahlt werden wird. Das heißt, wenn Hinkley Point C 2025 in Betrieb geht, dann wird es nicht als Preistreiber wirken, sondern eher als Preisbremse. Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen uns auf steigende Strompreise einstellen. Wir müssen uns womöglich gar auf Abschaltungen einstellen, auf Stromabschaltungen. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, denn die Auswirkungen wären alles andere als erfreulich. Es würden Menschen sterben. Ich appelliere an die Bundesregierung, lasst die Kernkraftwerke laufen. Sorgt dafür, dass die CO2-Emissionen runtergehen, statt rauf. Denn wenn wir die Kernkraftwerke abschalten und stattdessen Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen, dann werden die CO2-Emissionen Deutschlands um 70 Millionen Tonnen pro Jahr ansteigen. 70 Millionen Tonnen. Im Vergleich dazu, ein Tempolimit würde gerade mal 2 Millionen Tonnen einsparen. Das heißt, der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke wäre etwa 35 Mal wirksamer als ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Liebe Bundesregierung, lieber Bundestag, beschließt eine Änderung des Atomgesetzes und zwar schnell. Lasst die Kernkraftwerke weiterlaufen, auch aus dem Grund, unsere Versorgungssicherheit zu gewährleisten, dass der Strom auch morgen noch verfügbar ist und dass er bezahlbar ist. Und handelt zügig. Vielen Dank.